Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es nochmal einen super leckeren Drink, aber da es diesmal was ganz Besonderes werden soll, da habe ich mir gedacht, warum karamellisiere ich die Blaubeeren nicht einfach vorher? Ich erwarte auf jeden Fall einen Bombengeschmack und los geht's. Wir fangen direkt mit dem Karamellisieren an. Dazu gebe ich einfach etwas Zucker in einer Pfanne, erhitze das, bis es flüssig wird, lösche es mit Wasser ab, dann kurz umrühren und die Blaubeeren dazugeben. Ab damit in die Pfanne und jetzt alles schön einköcheln lassen. Zum Schluss sollte das leicht dickflüssig sein. Und in der Zwischenzeit schäle ich schon mal eine Banane. Die gebe ich dann einfach in den Mixer. Gefolgt von etwas Milch. Ich nehme jetzt hier Sojamilch. Und dann die karamellisierten Blaubeeren dazugeben. Anschließend alles vermixen und schon ist der leckere Drink fertig. Er schmeckt so lecker. Ich habe für die Zubereitung Sojamilch verwendet, dadurch wird das Ganze natürlich ein bisschen dunkler. Ihr könnt auch leckere Mandelmilch nehmen oder auch Kuhmilch. Durchaus karamellisieren, das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, das gebe ich zu. Dadurch schmeckt es aber super, super lecker und der Drink wird zu was ganz, ganz Besonderem. Die genauen Mengenangaben sind natürlich wie immer in der Infobox aufgelistet, damit ihr direkt loslegen könnt. Macht es auf jeden Fall nach, es ist super, super lecker. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und habt ein gutes Wochenende. Tschüss.